Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr jetzt nun scheinen solltet. Und die Leute, die gerade live im Stream dabei sind, wissen jetzt, wie das passiert, dass ich so viele Parts am Tag hochlade, weil ich halt einfach lange, lange streame, schon 7 Stunden jetzt. Oho, du wieder. Hatte ich etwa die Lust auf eine neue Zusammenarbeit überkommen? Verständlich, verständlich. Immerhin passen wir zwei Beine zusammen wie Steinchen und Mörtel. Ich spreche übrigens gerade mit unserem guten Angelstädter Dorfchef wegen neuen Bauprojekten und so. Dorfattraktionen. Wenn die Leute hier nur etwas Neues und Interessantes hätten, das jung und alt Spaß macht, das wäre einfach klasse. Hey, sag doch mal, du Weltenbummler, fällt dir nicht vielleicht an was Feines ein? Ein Wasserrennen. Rennen auf einer Wasserrennstrecke, das klingt ja ganz göttlich. Meinen Segen hast du jedenfalls. Ah, so, so, frisch und vergnüglich, brandneu und nie dagewesen. Und nur das Meer macht's möglich. Gefällt mir, das will ich. Nein, das brauche ich, der Fall ist klar. Dummster erwähnte, dass er vorhatte, irgendein neues Fahrzeug zu entwickeln, mit echten Spezialisten und so. Ob wir vielleicht mit ihm und seinen Profis zusammenarbeiten könnten? Dummster ist der Bursche in Taburasa, oder? Dem Ort im nordöstlichen Teil der Akala-Region. Der soll mal hier vorbeischauen, wenn seine Bauvorhaben in Taburasa zu Ende sind. Das wäre unsere Rettung, aber ob echte Profis je in so ein verschlafenes Örtchen wie hier kommen? Na klar, der ist auch fertig, oder nicht? Vielleicht will er noch ein Foto von seiner... Weil er wollte doch eigentlich noch ein Foto von ihr sehen, oder nicht? Oh, da könnte er eine Statue bauen, vielleicht ist das wirklich... Lass mal ganz kurz nach Gerudo-Stadt gehen. Vielleicht können wir ja wirklich Dingens hier... Habe ich den Namen vergessen. Mathilda fotografieren. Und vielleicht macht er dann eine Statue von der, damit er sie nicht so vermissen muss. Schauen wir mal. Ah, ist nicht zu heiß gerade. Weil wir im Schatten sind, ja, ja. Jetzt ist extreme Hitze. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam. Da, 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 dam. Da, dam, dam, dam. Da, dam. Hey, hi. Da, 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 dam. Wo ich einen Birock finde, weiß ich natürlich noch nicht. Vielleicht müssen wir auch erst die Monster machen, die er sich wünscht, weil er wünscht sich auch noch den Birock. Das kann natürlich sein, dass wir erst alle Monsterstatuen, die er sich da wünscht, fertig machen müssen. Müssen wir mal schauen. Weil sonst kann ja niemand die Statuen machen. Zumindest für die Zeit, wo er in Angelstädt ist. Dum, 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 da, da, dum. Dieses Ding, ey. Danke für all deine Unterstützung bei der Anfertigung von Monsterskulpturen. Jetzt hat auch mich die Begeisterung gepackt. Könntest du mir etwa noch andere Bilder von Monstern zeigen? Ich möchte viele verschiedene Skulpturen anfertigen. Wenn du Monsterbilder bringst, könnte Dummster weitere Skulpturen für mich anfertigen und ich wäre glücklich. Ohoho, ist dir mein Wunsch etwa Befehl? Wenn das so ist, dann will ich die Skulptur von einem Biberrock, koste es, was es wolle. Denn weißt du, so ein Biberrock, der ist wie ein Haus auf Beinen oder sogar wie eine Festung, besser gesagt. Ein furchtbar nettes Monster, das seine Kollegen auf sich reiten lässt und auch sonst kein Kind von Traurigkeit ist. Ich brauche nur ein detailliertes Bild von einem Biberrock oder einem anderen Monster, um es dann nachzubauen. Jetzt kann ich ein Bild von Mathilda zeigen, oder was? Da baut er ein Monster nach von Mathilda. Tatsächlich, bau mal das Monster hier nach. Oh,
Meine Mathilda, was für eine Freude, dass ich dich auf diese Weise so bald schon wiedersehen kann. Und man kann gut erkennen, wie fleißig du bist. In dieser Hinsicht darf dir dein Papa in nichts nachstehen. Ich werde auch mein Bestes geben. So, jetzt muss aber Schluss sein mit der Ablenkung. Die Arbeit verlangt meine volle Konzentration. Ach so, das war alles, okay. Ja, aber ich habe ja keinen, ich habe, glaube ich, kein Bild nicht mehr von dem. Leider. Ich hatte ja mal ein Bild geschossen von dem, aber ich glaube, das habe ich nicht mehr hier. Nee, nee. Nee, das ist normaler Ivorok. Da müssen wir halt nochmal einen suchen. Weil ich glaube, ich kann ihn auch nicht einspannen für das Projekt, scheinbar. Bis er sein Biwarock-Bild nicht hat. Oh, wo war nochmal ein Biwarock? Boah, gute Frage. Ich guck mal auf der Karte nach. Kluge Karte. Dam, dam, da, dam, dam. Ich weiß ungefähr in der Region, wo einer war. Ich muss halt gucken, wo der genau war. Ist ein Battle Talos, ist das... Ist das ein Biwarock, ein Battle Talos? Aber dann wäre hier, glaube ich, einer. Ist halt Englisch die Map, ne? Schauen wir mal. Wir müssen eh noch ganz viele Krogsamen markieren bald. Das haben wir auch noch zu tun. Wir haben so viel zu tun. Es hört nicht auf mit den Aufgaben. Und schauen wir mal. Eine Richtung Süden müssen wir. Pferd hatte ich ganz vergessen. Ah, da ist einer. Perfekt. Austauschen würde ich, wobei doch. Das sieht schöner aus. So, dann auf zurück. So viel hin und her. Damit wir irgendwann den Dumpster in Angelstadt haben. Damit wir ein Wasserrennen freischalten, was wir dann machen werden. So viel Nebenzeug, ne? So viel Ablenkung. Das ist krass in dem Spiel. Wie viel Inhalt dieses Spiel hat. Und nicht nur so langweilige Inhalte, wo irgendwie sowas wie Assassin's Creed, wo du immer das Gleiche machst, ne? Wo du von einem Symbol, was das Gleiche ist, zum nächsten Symbol läufst, was das Gleiche ist. Hier hast du halt ganz viele neue Ideen und ganz viele. Jede Quest hat irgendwo eine Idee dahinter. Das Aufbauen war cool. Die Monster heute besiegen war cool. Dann bauen wir jetzt einen neuen Wasserrennkurs und dann können wir den Wasserrennkurs machen und so weiter. Ne? Das ist immer eine coole neue Idee. Und coole neue Sachen, die sich dann freischalten. Es ist halt einfach mega kreativ, das Spiel. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da.
Oh, das ist ein reizender Biberrock, genau wie ich ihn gesucht habe. Können wir uns dieses Bild ausleihen? Das sollte jetzt nicht so weiter schwer sein. Darauf ist Verlass, Dumms erledigt das, ja. Fertig, ganz fix wie versprochen. Was ich in der Vorlage nicht sehen konnte, habe ich mit Hilfe meiner Fantasie ergänzt. Hohoho, an dieser Monsterskulptur ist wirklich nichts auszusetzen, einfach perfekt. Das war nicht weiter schwer. Aber soll man die jetzt bitte hinstellen, die ist ja riesig. Wenn jetzt noch so heizen wird, ja. Ja, schön, aber die ist ja riesig. Wo soll ich die noch hinplatzieren? So. Oh, habe ich das gerade richtig gehört? Oh, die Skulptur verschmilzt geradezu mit der Bühne. Nichts anderes hätte ich von einem Biberrock erwartet. Was für ein anderes Arrangement. Genau das habe ich mir gewünscht. Auf den ersten Blick käme man wohl nicht darauf, dass es sich bei dieser Schönheit um ein Monster handelt. Oh ja, zeigen wir dieses Meisterwerk allen im Dorf. Seht her, das ist ein Biberrock, ein wahrhaft unvergesslicher Anblick. Nur hier könnt ihr ihn so aus der Nähe bewundern, nur hier. Das soll ein Monster sein, das sieht doch aus wie ein Steinhaufen. Habt ihr euch satt gesehen? Dann gibt es jetzt noch etwas zu hören, nämlich einen kleinen Vortrag. Wie gesagt, dieses faszinierende Monster ist ein Biberrock. Aus einem Körper, der für unbedarfte Betrachter wie Fels aussieht, nisten andere Monster. Der Biberrock ist eine überaus sanftmütige und großherzige Kreatur. Vielleicht gestattet euch einer von ihnen sogar, auf ihm euer Lager aufzuschlagen. Ach, wenn man ihn nur umarmen könnte. Doch leider würde die Zuneigung wohl kaum erwidert. Wenn man kein Experte ist, sollte man also besser Abstand halten. Echt? Oh Menno, ich wollte so gern darauf reiten. Neues kennenlernen und mit Neugier betrachten, das ist der Weg zu weniger Hass und mehr Liebe. Bitte seht euch dieses wundervolle Exemplar an, wann immer ihr wollt. Danke, vielen Dank. Wer hätte gedacht, dass die Bühne solch ein Publikumsmagnet wird? Das ist allein dein Verdienst. Dieses Dankeschön hier kommt von Herzen. Monsterzaumzeug. Kilton hat dieses Zaumzeug selbst hergestellt und dabei wohl an ein Monsterpferd gedacht. Es beinhaltet eine Maske, die den Kopf des Pferdes vollständig bedeckt. Das hier kennst du vielleicht schon, du kannst es deinem Lieblingspferd anlegen. Und dann noch das hier, wie gehabt. Monster Sense, diese dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforschung hervorgegangen. Denk dir nimmt einen Traum weiter Gestalt an, Skulpturen aller möglichen Monster zu sammeln und der Welt ihre Schönheit näher zu bringen. Danke, vielen Dank. Wenn die gespeichert, wenn ich die auch hier hinlege, einfach. Dann. Dann stelle ich die nämlich einfach hier an die Seite. Das sieht wenigstens einigermaßen schön aus. Das Ding stelle ich dann auch auf die Seite hier. Ja, der ist doof. Der sieht immer doof aus. Ohne dich hätten all die tollen Skulpturen, die mir so viel Spaß bereitet haben, nicht entstehen können. Jetzt hat auch mich die Begeisterung gepackt. Könntest du mir noch andere Bilder von Monstern zeigen? Wenn du Monsterbilder bringst, könnte Dumms da weitere Skulpturen für mich anfertigen und ich wäre glücklich. Oh, was für eine Freude, dass du mich erneut helfen willst. Ich würde gerne mehr größere Sachen anfertigen. Wenn das so ist, wieso fassen wir dann nicht mal einen Gigama ins Auge? Ein Gigama, ja, ich persönlich kenne ihn ja nur vom Hörensagen. Ein gigantischer Körper mit Beulen übersät, dazu ein klaffendes Maul, gespickt mit buchstäblichen Hauern. In der Dunkelheit abgrundtief unter der Erde soll er sein Unwesen treiben. Ich brauche nur ein detailliertes Bild von einem Monster, groß oder klein, um es dann nachzubauen. Wo ist ein Gigama? Also zuverlässigen Gigama, das ist das Ding, ne? Hier nach Norden, glaube ich. Ach ja. Aber in Gigama habe ich auch eh noch nicht fotografiert. Also ist ganz gut, wenn ich den fotografiere. Wenn ich ehrlich bin. Der fehlt mir ja noch.
glaube ich. Ich glaube zumindest, dass er immer noch fehlt. Oh, Grafikfehler. Ignoriert die einfach, die sind gleich weg. Oder auch nicht? Doch, jetzt sind sie weg. Perfekt. Schauen wir mal nach dem Gigama. Das müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Gut, noch weiter in die Richtung. Da ist es ja. Perfekt. Auch zurück. So. Ich hoffe, das sind nicht mehr so viele Statuen. Die unbedingt will. Hui, Grafikfehler. Also sind ja schnell wieder weg, die Grafikfehler. Dafür läuft's flüssig. Doch, der Gigama, auf den ich so sehr abgesehen habe. Könnten wir dieses Bild leihen? So. Macht er dir jetzt in Originalgröße? Weil dann weiß ich nicht, wo der hin soll. Fertig, ganz fix, wie versprochen. Was ich in der Vorlage nicht sehen konnte, habe ich mit Hilfe meiner Fantasie ergänzt. Ich fühle mich wie ein Kaninchen, das vor der Schlange erstarrt. Wobei, dafür schottern mir die Beine so sehr. Das ist ein Gigama und er flößt forscht, ein wie ein echter. Ein Meisterwerk, genau was ich mir gewünscht hatte. Ja, stimmt, das Ding sieht echt so echt aus, als würde es gleich nach mir schnappen wollen. Dann lass uns sie auch allen im Dorf zeigen. Leute, seht her, das hier ist ein Gigama, den man nur äußerst selten zu Gesicht bekommt. Hier könnt ihr mal ganz aus der Nähe einen Blick auf ihn werfen, hier und nirgends sonst. Meine Güte, wer hätte gedacht, dass dieses Monster so riesig ist?
Nachdem euch der Anblick sicher schockiert hat, hört mir jetzt gut zu. Bei diesem Monster handelt es sich, wie gesagt, um den unheimlichen Gigama. Er vertilgt alles, was ihm ins Blickfeld gerät. Wenn ihr ihm begegnet, würdet ihr vermutlich im Handumdrehen in seinem riesigen Maul landen. Allerdings soll es faszinierend sein, das Erz auf seinem Rücken in den finsteren Tiefen glitzern zu sehen. Dieses Spektakel würde ich ja selbst gerne erleben, aber Unbedarften sollten dem Monster lieber auf den Weg gehen. Ich habe auch kein Interesse an einer Begegnung. Sich etwas genau anzusehen, ist die beste Art zu lernen und die beste Art, die Angst zu überkommen. Kommt jederzeit her, um euch das Monster ganz genau anzusehen. Danke, vielen Dank. Ich bin hoch erfreut, ein Gigama sehen zu dürfen. Nimm das hier als Dank. Leg das hier deinem Lieblingspferd an, passt gut zu den Sachen, die du zuvor schon von mir bekommen hast. Und dann bekommst du noch was, wie gehabt. Dank dir wächst meine Sammlung an Monstern aus der ganzen Welt und ich konnte meinen Traum erfüllen, mein Wissen mit den Dorfbewohnern zu teilen. Danke, vielen Dank. Ohne dich hätte ich all die tollen Skulpturen, die mir so viel Spaß bereitet haben, nicht entstehen können. Ein Griok-König, oh nein. Bekannterweise gibt es nur einen, der diesen Titel verdient, der Griok-König. Nun ja, Sichtungen des Griok-Königs sind selten und doch ganz sicherlich mit großer Gefahr verbunden. Von dunklen Schuppen bedeckt, streckt er riesige Schwingen in die Höhe und auf den drei Häuptern wachsen bunte Hörner. Und sein Schrei beim Angriff erst ein Krachen, ein Brüllen, ein Kreischen gar, das alles zur gleichen Zeit. Der Stärkste klingt spannend, doch ihr wisst ja, mir reicht ein detailliertes Bild eines Monsters, um es nachzubauen. Wenn du mehr Monsterbilder hast, lass sie uns bitte sehen, das hilft bei der Anfertigung von Skulpturen, ich weiß, wo der ist. Nur ich habe Angst zu sterben, wenn ich darunter gehe. Das wird nicht gut enden. Ich werde den noch nicht machen. Also davon ab. Also nicht jetzt. Wir werden den irgendwann machen, das ist richtig. Aber nicht jetzt. Definitiv nicht. Das schaffe ich nicht. Dafür habe ich nicht genug Sachen und Essen und sowas dabei. Ich muss gerade nochmal gucken, wo der nochmal genau war. Ich bin ihm schon mal begegnet. La 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 da da dum da da dum dum da da dum dum dum. Ich bin ihm halt schon mal begegnet, als ich Shader Cache generiert habe. Daher weiß ich, wo er ist. Also, ich habe ihn mal gesehen, aber ich glaube. Ja. Wie gesagt, wir werden den nicht bekämpfen. Ich werde ein Foto machen und das war's. Da bin ich raus. Ich mache ein Foto und ich bin weg. 100%. Foto und tschüss. Definitiv. Wenn ihr euch jetzt wünscht, Potato, macht den. Nein. 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 Ich war beim Shader Cache generieren da, aber der hat mich einfach so schnell getötet. Nein. Nein, 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 nein. Dafür brauchen wir definitiv 4-Sterne-Ausrüstung. Definitiv. Sonst ist da gar keine Chance. Und Miasma-Schutzausrüstung, 4 Sterne. Alles andere macht keinen Sinn bei dem. Also außer du bist Speedrunner, dann schaffst du das vielleicht. Aber ich bin kein Speedrunner. Ich bin alles, aber kein Speedrunner, meine Freunde. Vor allem waren wir schon mal ganz knapp da, ne? Wir waren schon mal da unten, weil wir den Obsidian-Dings getötet hatten da unten. Wir waren so nah dran an dem.
glaube, das ist auch gar nicht der, den ich schon mal gesehen habe. Das heißt, es gibt mehr als einen, kann das sein? Oh mein Gott. Da rein, Leute. Da wollt ihr nicht reingehen. Ich schwör's euch, ihr wollt da nicht rein. Ihr sagt vielleicht, dass ihr da rein wollt, aber glaubt mir, ihr wollt da nicht rein. Ihr denkt das vielleicht, dass ihr da rein wollt, aber glaubt mir, ihr wollt da nicht rein. Da ist er ja. Da wollt ihr definitiv nicht hin. Glaubt's mir. Ich beweise es euch. Da wollt ihr nicht hin zu dem. Beweis genug? Ja, ne? Ich glaube, das war Beweis genug. Der hat Feuer, Blitz und Eis. Der friert euch ein, dann brennt er euch auf. Und dann wenn ihr schön nass noch seid, dann kommt nochmal Elektro hinterher. Und all das macht mir erstmal Schaden. Eure maximalen Herzen. Blub, 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 blub. Der frisst sich so durch eure maximalen Herzen durch. Als ich nur einmal hier irgendwie getroffen wurde, hatte ich irgendwie 10 Miasma-Herzen Schaden. Der ist nicht lustig, glaubt mir. Wir werden ihn aber machen. Wenn ich mir die Miasma-Ausrüstung geupgradet habe, versprochen. Dann machen wir den. Aber lasst mich da bitte vorbereiten drauf. Durch Ausrüstung und so. Und wir können ihn uns ja jetzt auch ansehen, ne? Das ist ja das Schöne. Wir kriegen jetzt eine Skulptur. Daraus was macht. Also Dummster ist schon krass, ne? Dass er aus dem dunklen Bild irgendwas kreieren kann. Fertig, ganz fix, wie versprochen. Was ich in der Vorlage nicht sehen konnte, habe ich ergänzt, ja. Yippie, klasse, das ist die ultimative Skulptur vom stärksten aller Monster. Das war nicht weiter schwer. Ey, es hat funktioniert. Es steht einigermaßen schön. Das zählt nicht. Weil er hinten rüberschaut, wa? Ach. Dann mache ich ihn also erstmal hässlich hier rein. So. Ist ja egal. Huch, was hast du gesagt? Jetzt reitet er den Gigama. Der König der Stratosphäre direkt vor meinen Augen. Dieses Kribbeln, die Skulptur sieht so echt aus, dass man durchaus Angst bekommen kann. Perfekt, das ist genau, was ich wollte. Ja, stimmt, die Skulptur hat eine gewaltige Ausstrahlungskraft. Ich weiß, zeigen wir sie auch allen im Dorf. Leute, seht mal her. Hier ist das Monster, der Griok-König. Hier könnt ihr mal ganz aus der Nähe einen Blick auf ihn werfen. Hier und nirgendwo sonst. Oh, das Ding hat ja sogar drei Köpfe. Wenn ich so einen Moment begegnen würde, wüsste ich echt nicht, was ich tun würde.
Nachdem ihr diesen Augenschmaus genießen konntet, möchte ich euch jetzt um euer Gehör bitten. Bei diesem Monster handelt es sich, wie gesagt, um den gefürchteten Griok-König. Viele Monster setzen Feuer, Eis oder Elektrizität ein. Unser Freund hier ist aber ein bisschen anders. Er nutzt nämlich alle drei dieser Elemente. Sein Aussehen erinnert ein bisschen an eine Märchenfigur. Vielleicht sehnt sich jetzt mancher Abenteurer danach, einem echten Exemplar zu begegnen. Dem sei gesagt, sobald man mit einem der drei Köpfe Blickkontakt hatte, ist einer kaum schwer. Verwegenheit ist beim Griok-König fehl am Platze. Ich empfehle dringend, sich von ihm fernzuhalten. Mir wird schon ein bisschen komisch, wenn diese Skulptur mich hier so anstarrt. Sich etwas genau anzusehen ist die beste Art zu lernen und die beste Art, die Angst zu überwinden. Also kommt jederzeit und seht euch das Monster ganz genau an. Danke, vielen Dank. Es kann wohl kaum eine größere Ehre geben, als allen den Griok-König vorstellen zu dürfen. Nehmt das hier als Dank. Für mich sind Monsterskulpturen das Beste, was man mir geben könnte, aber viele bevorzugen doch eher Edelsteine. Ach ja, und hier hätte ich noch was für dich. Dank dir wächst meine Sammlung an Monstern aus der ganzen Welt und ich konnte meinen Traum erfüllen, mein Wissen mit den Dorfbewohnern zu teilen. Danke, vielen Dank. Ohne dich hätte all die tollen Skulpturen, die mir so viel Spaß bereitet haben, nicht entstehen können. Jetzt hat auch mich die Begeisterung gepackt. Yippie, du hast mir jeden meiner ersehnlichsten Wünsche erfüllt. Falls ich jedoch antworten muss, dann gäbe es da noch alle möglichen Monster in allen nur möglichen Posen. Aber was ist denn mit ihm? Ohne dich hätten alle... Was hast du? Aber ich muss ihn doch... Warum ist dein Projekt nicht fertig? Ich habe doch eine Quest. Der Angelstedt. Ach so, einfach nur Fachleute, okay. Wir müssen nur da runter, wegen dem Fahrzeugen, okay. Ja gut, haben wir trotzdem das Quest hier fertig gemacht, immerhin. Ich dachte, ich brauche Dummster persönlich. Aber meine lieben Freunde, was uns hier noch erwartet, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.